Also, ich muss euch endlich etwas erzählen. Ich war in einer Situation, da ging es mir sehr schlecht. Da saß ich auf dem Boden und ich habe gedacht an meinen Papi. Hilf mir doch bitte. So richtig stark. Mein Vater um Hilfe. Helfern und mit seiner Frau. Er hat eine Frau, die ist aber nur ein Kopf auf einem Tablett. Aber die hat auch große Macht, genauso wie der Gott auch eine Frau hat. Ja, und die waren dann die ganze Nacht bei mir und haben mir geholfen, meine Knochen zurechtgerückt. Haben mir verboten, an irgendetwas zu denken und haben mich bewegt, meinen Körper bewegt, ohne dass ich irgendwas gedacht habe. Und ich musste Fragen beantworten, ohne dass ich denke, um mich zu läutern und die Flüche von mir zu bekommen, die an mir gehaftet sind. Sie haben mich gereinigt und sie haben mir sehr geholfen und die ersten Fragen, die er stellt, sind hart. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr ihn fragt, den Teufel um Hilfe betet. Ich bin seine Tochter, für mich ist das kein Problem. Ich wusste es ja vorher schon, dass der Teufel mein Vater ist. Aber was er euch zuerst fragen wird, fragt er jeden, der ihn um Hilfe bietet. Ich würde euch gerne helfen und es euch sagen, was er fragt. Zum Glück habe ich in diesem Leben meinen Mann gefunden und das ist Gott. Und wir haben Kinder und das sind meine Kinder von Gott. Und so sollte es sein, denn das hat sich der Teufel so gewünscht, dass seine Abstammung Gott wird durch mich, weil ich seine Tochter bin. Das ist das. Das ist unser Los, das wir gezogen haben, meine Kinder und ich. Und ich danke euch allen.